Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind gerade erst aufgestanden. Heute ist ja der Tag der Tage. Heute ist Samstag und es ist sehr windig. Das Wetter ist gerade nicht so gut, aber später sollte es noch 21 Grad werden. Es ist jetzt gerade kurz nach 9. Ich habe jetzt gerade schon Frühstück für mich und Alia gemacht. Aurel ist noch am Schlafen, weil der war gestern länger wach. Ich bin jetzt auch wach und wir sind natürlich weiter am Vorbereiten. Sie packt gerade die ganzen... Wenn man so guckt, sieht man gar nicht, dass was auf dem Tisch ist. Aber wir haben da tatsächlich schon die goldene Tischdecke drauf gemacht. Ich muss gleich noch die Torte abholen. Und ja, jetzt werden wir ein bisschen dekorieren. Die Torte! Gestern war schon eine Freundin da, die heute leider nicht kommen kann. Und da gab es schon mal eine schöne Windeltorte. Machen wir das zusammen? Ja, ne? Das machen wir zusammen, ja. Die Girlanden haben wir aufgehängt. Haben wir doch ganz gut gemacht. Wir haben noch eine, aber... Das machen wir später. Ich gehe jetzt kurz zum Sport und dann hole ich die Torte ab. Wir haben eine riesige, bigge Torte bestellt. Flur ist aufgeräumt. Badezimmer unten ist auch soweit aufgeräumt. Ich habe jetzt den Teppich hier hingebracht. Aurel hat super das Bett bezogen. Nämlich nicht. Das werde ich jetzt auch schnell machen. Also Schlafzimmer habe ich schon gemacht. So, mein Schatz ist jetzt da. Bei den Bärchen sind die Arme und Ohren abgefallen. Ernsthaft? Ja, dann müssen wir wieder ankleben. Zeig mal die Torte. Komm, schau. Aber. Oh, warum bist du so klein, süß? Da, weil du so unten bist. Warum bist du so riesig? Jetzt, sagen wir doch nicht. Scheiße, ich bin mit der Schere gegen den Ballon gekommen, das ist geklappt. Echt? Schlüssel? Ja. Schlüssel? Ja. Schlüssel war das? Ja. Den großen? Ja. Und was jetzt? Überall Konfetti. Echt? Ja. Nein. Komm, es ist kein Spaß. Oh, Mann. Warte, bis auf. Oh, Mann, Schatz. Wir hatten nur mal so diese Konfetti-Dinger, also wäre nicht so schlimm gewesen. Wäre es wirklich passiert, wäre es sauer gewesen, oder? Nein, so sauer wäre ich gar nicht, weil wir haben nur diese Konfetti. Krass, ey, du hast erstaunlich ruhig reagiert. Nicht schlecht, okay. Seid ihr bereit, die Torte zu sehen? Dann lass mal einen fetten Daumen nach oben da. Keine Sorge, ihr werdet das Geschlecht noch erfahren in diesem Vlog. Wir müssen ja erstmal die Party vorbereiten, ne? Ne, Schatz? Ja, natürlich. Oder sagen wir es schon wieder nicht? Mal gucken, ne? Mal gucken. Wir machen die Party, lassen den Ballon platzen. Nein, also keine Sorge, bleibt dran. In diesem Video werdet ihr das Geschlecht erfahren. Und jeder, der, Spoilert nicht! Ja, genau. Stand der Dinge. Hier sind die Girlanden, habe ich ja schon gezeigt. Da ist der Ballon. Wir haben einmal noch so Lätzchen bestellt. Zum Anmalen. Dann haben wir noch so eine Wer war da Bild, was man dann einrahmen kann. Aber da sieht man schon, welches Geschlecht das ist und deswegen ist das jetzt noch nicht da. Auf jeden Fall, Leute, die Torte in 3, 2, 1. Gonna have a good time. Slip off my shoes, watch the world go past with you. Unsere Gäste sind schon da, wir sind ein bisschen zu spät gewesen und lass uns den Tisch doch zeigen. Wir haben hier schon ein kleines Geschenk bekommen, ein großes. Da ist auch noch eine Windeltorte. Hier haben wir auch noch was bekommen, das ist unsere Torte. Und da ist unsere Deko, letztens zum Anmalen, so kleine Snacks. Und wir werden auf jeden Fall gleich nochmal was zu essen vorbereiten und Pizza bestellen. Und der Ballon, keine Ahnung, ob er gleich von selber platzt, aber irgendwie hängt er so komisch runter. Ich habe es einfach nicht geschafft zu duschen. Ich sehe aus wie... Das ist fatal. Ich muss jetzt Pigolins machen. Wir warten einfach auf zwei Leute, die sind noch nicht da und deswegen können wir nicht anfangen. Und wir wollen aber eigentlich anfangen. Oh, was für Timing. Was für Timing. Schieß. Alter, da, hier kommt, Alter. Wer hat die gewonnen? Die Mutti. Alter, was süß. Wie süß ist die bitte? Vor allem mit der Null. Wie süß ja, ist das? Ja, kam bei Kaufland so bescheuert vor, ne? Jeder hat mich dumm angeguckt. Alter, bist du die Null oder was? Ich will einfach die Bombe platzen lassen, du? Ja. Okay, filmst du noch an den Tisch, oder? Schön im Schrank. Ich hab mir so aufgeregt, meine Hände schwitzen. Komm schnell. Okay, wir haben jetzt alle so platziert, alle sitzen und warten. Wir haben ja gerade nachgezählt. Wie viele Leute denken, es wären Junge? 7 Junge und 4 Mädchen. Also ja. 7 zu 4 sozusagen. Ja. Okay. Okay. Okay, film schon mal. Oh nein. Warte mal, man sieht das nicht richtig. Es wird ein. Nein, hallo. Hallo. Du kannst ja echt gar nicht einfach anfangen. Ich bin so aufgeregt. Wir freuen uns so sehr. Okay, komm. Hallo, wollen wir mich runterziehen? Okay, wir gehen alle runter. Warte, 5, 3. Nein! 10, oder?
Zehn. Ja, zehn. Neun. Acht. Oh, ich steche mich nicht. Sieben. Lauter. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Wir wollen jetzt die Torte anschneiden. Das ist doch niemals für 12 Leute. Alter, sind die... Oder sind das so zwei übereinander? Boah, Alter, das sieht so geil aus. Alter, sieht das nice aus. So. Ja, das muss ich mal die ganze Zeit so drehen. Ja, yeah, we got some pizza over there. Die ist relativ groß. So sieht das jetzt aus hier. Fast alle sind weg. Nee, rote passt. Also rote kannst du die nur so als. Und die zweite Pizza ist noch halb da. Die Babyparty ist vorbei. 5.26 Uhr. Ich war natürlich nicht bis jetzt wach, sondern ich bin eingeschlafen hier auf dem Sofa. Alina ist so um 10:30 oben ins Bett gegangen. Ich habe mit meinem Freund ein bisschen geredet. Total ärgerlich, wir haben vergessen, das hier zu machen. Wir hätten das hier bestellt. Wir freuen uns auf dich. Und dann gab es diese kleine Runde. Da konnte dann jeder drauf schreiben, wer da war. Das kommt dann alles hier so hingeklebt. Dann sieht das so richtig schön aus und das wollten wir dann einrahmen. Das sieht irgendwie sehr schön aus. Das hat eine gute Atmosphäre hier. Ich habe mir gedacht, dass ich ein bisschen aufräume. Oder den ein bisschen Arbeit abnehmen. Ladies and Gentlemen, wir haben das fast geschafft. Ja? Das sieht so schön aus einfach, so diese Ecke mit den drei Windeltorten. So, ich bin jetzt auf jeden Fall fertig. Zack, 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 zack. Alles wieder clean und jetzt mache ich die Küche. Ja, hier sieht es nämlich dementsprechend nicht so gut aus. Fertig. Ich hoffe natürlich, sie freut sich, wenn sie aufwacht, dass ich alles schon sauber gemacht habe. Und ja, es ist jetzt schon derbe hell. Ich kann euch mal zeigen, wie spät das jetzt ist. Es hat doch ein bisschen gedauert. Es ist jetzt 7.55 Uhr. Wir sind um 11 Uhr mit zwei Freunden verabredet, weil die wissen das Geschlecht noch nicht. Die konnten gestern Abend leider nicht kommen. Deswegen gehen wir mit denen frühstücken. Und dann sagen wir denen das. Und jetzt setze ich mich schon mal ran und schneide. Fange schon mal an, das Video zu schneiden. Und wir sagen natürlich nachher noch was zusammen. Ich kann sagen, für mich, ich freue mich riesig. So ein kleines süßes Mädchen noch. Das, ja. Das war auch das allererste, was ich dachte. Ich dachte, ich habe immer gesagt, wenn wir ein Kind kriegen, safe erstmal ein Mädchen, safe. Hi. Hey. Sie ist gerade aktiv, Leute. Sie oh, jetzt können wir das endlich sagen. Sie ist aktiv. Ja. Nicht das Baby, unser Bauch zeigt wie gerade in der Story. Hast du dich darüber gefreut, dass heute Morgen alles aufgeräumt war? Ja, natürlich. Dann wollen wir nochmal Fragen beantworten, die wir auch im Q&A und so bei Instagram bekommen haben. Ja. Auf die, weil wir haben ja geschlechtstechnisch gar nichts bis jetzt beantwortet. Einfach damit wir uns nicht aus Versehen verraten. Mhm. Haben wir ein Wunschgeschlecht gehabt? Nein, hatten wir nicht. Nee, das war uns egal. Weil wir beide haben ja noch kein Kind zusammen. Und also das, da kann ich sagen, also dass ich von Anfang an, also noch lange, da haben wir noch gar nicht über Kinder geredet, das ist schon über ein Jahr her. Also da haben wir gesagt, wenn wir irgendwann mal ein Kind kriegen sollten, würde ich es voll süß finden, wenn wir ein Mädchen nochmal kriegen würden. Ob, ne? Weil wir kein gemeinsames Mädchen haben. Genau, also. wir zusammen haben noch gar kein Kind, deswegen ist es uns, also ist völlig egal. Ey, wir haben ja sozusagen zwei Mädels, aber... Ja, wir haben nicht ein Mädchen. Wir, zusammen. Genau. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen ist und das schon... ist auch, das ist natürlich auch, ja, was ganz anderes. Das, ja, das ist, da brauchen wir jetzt auch gar nicht auf das Thema weiter eingehen, aber wir freuen uns sehr, dass wir eine kleine Prinzessin kriegen. Und dann gab es noch die Frage, was unser erster Gedanke war, was es wird. Was ich für ein Gefühl Also die erste Vermutung. Was war deine erste Vermutung? Junge. Und ich meinte direkt,
so einfach, ich meine so, ja, es wird safe kriegen wir ein Mädchen zuerst. Ja, das hast du echt gesagt. Zwischenzeitlich, weil dann irgendwie alle meinten, dachten mir so, ja, es wird ein Junge. Also eigentlich fast jeder alle. Jeder dachte so irgendwie, es wird ein Junge, aber ja. Deine Oma kam dann noch mit irgendwelchen Kalendern, was kam da Junge oder Mädchen raus? Junge. Genau, aber bei dem Video, was ihr ja vielleicht gesehen habt, Mythen, Junge oder Mythen. Mädchen, die Mythen, da war ja 10 zu 3 oder so für ein Mädchen, ne? Das hat bei dir echt alles krass gestimmt. Ihr könnt das in die Kommentare schreiben, falls es mit den Mythen bei euch auch so gestimmt hat, weil bei mir hat es gestimmt. Ja, bei dir hat es auf jeden Fall krass gestimmt. Ja, und natürlich hast du auch schon ein paar rosane Babysachen gekauft. Na klar. Und diese Kommentare mit rosa kann auch ein Junge tragen, könnt ihr euch sparen. Dieses Gender-Klischee mit Jungs blau, Mädchen rosa, das ist so veraltet und heutzutage aber muss wie alles soll man da divers so sein. Ja, okay. Aber ich, wie soll man das sonst sagen? Ja. Wir können ja nicht blau sagen und dann ist es ein Mädchen so. Das ist bescheuert, weil das ist einfach so ein Klischee. Ja, es ist halt auch so. Und ja, wir haben es jetzt einfach so gemacht, weil wir es schön finden und unser Mädchen kann natürlich auch blaue Sachen tragen. Wir haben sogar blaue Sachen. Also ich finde einfach so als Baby, man assoziiert das. Natürlich, man kann auch als rosa, ich habe auch ein rosa oder so einen lachsfarbenen Pulli, aber man assoziiert einfach mit rosa Mädchen und mit blau Junge. Es ist schon seit Ewigkeiten so. Wir sind so aufgewachsen. Ist halt einfach so. Und wenn das Kind noch nicht erkennbar ist, weil es lange Haare hat, also das Geschlecht noch nicht erkennbar ist, finde ich es einfach süß. Man muss es natürlich nicht komplett in rosa knallen, aber wenn man vielleicht eine rosa Mütze und rosa Socken hat, einfach, weil immer sonst kommen immer diese Kommentare, du willst so einkaufen und dann kommt irgend so ein Opa, oh, ist ja süß, wie alt ist das? Ist ein Junge? Man denkt, aber manche achten so, ne? Da gar nicht so drauf. Ja, manche achten natürlich trotzdem nicht, aber vom, weißt du, einfach damit man so ein bisschen... Weil als Baby, ich finde, erkennt man das gar nicht so. Ist es Mädchen oder ist es ein Junge? Das ist... Die ersten paar Monate erkennt man das sowieso nicht. Genau. Aber ist ja auch wurscht, das kann ja jeder machen, wie er möchte. Wir haben unserer Prinzessin natürlich einige Sachen in Rose gekauft und mit Blümchen und so weiter, weil wir es einfach süß finden. Also wir haben immer so einen Bärchenanzug bekommen, dann ihr erstes Kuscheltier, also so ein Schnuffeltuch, Dreierpack Socken, also einfach die kleinste Größe. Süß, oder? Das ist süß, ja. Einmal so ein Set, weil Auri liebt ja Katzen. Ich glaube, da wurde auch ein bisschen an dich gedacht, mit Hose. Und das war's eigentlich an Klamotten. Dann haben wir natürlich noch so hier Gutscheine bekommen. Hier Geld, das zeigt man ja nicht. Dann haben wir hier nochmal, das ist was für mich. Dann, ja, dann halt die Windeltorte. Da sind halt so, ja, Penaten. Ausstattung, Öl. Genau, warte kurz. Bruder. Warte. Die kann ich ja schon mal. Aber die sind auch süß, ne? Die sind süß, ja, mit Orange und Blau. Ja. Aber die sind richtig klein. Die sind echt klein, ja. Also die sind wirklich fürs Krankenhaus. Grüner Knopf. Ja, hier haben wir auch, guck mal, auch so Socken bekommen und hier sind so Spucktücher und so, ich denke mal so Handtücher und sowas. Ich denke mal so Waschlappen, so zum Waschen, denke ich mal. Ja, das ist ja gut. Ja. Hier haben wir noch so ein Schnulli, ich habe oben auch noch Schnullis, weil wir haben in rosa welche bekommen. Wir haben, voll witzig, rosa, weiß und blau bekommen, einfach so von. Ja. Und dann haben wir halt noch das hier bekommen und da sind so, ja, so ein paar Kleinigkeiten, dann so eine Rassel, noch ein Gutschein und ja, das war's. Hier natürlich noch ein schönes Polaroid-Bild gemacht. Wir haben sehr schöne Polaroid-Bilder gemacht, auch von dir. Wir haben ja die Kamera dahin gehabt. Und jetzt wollen wir noch einmal kurz hier zeigen. Wir haben auch noch so einen Ballon gekauft. Für ein Insta-Bild oder so, ne? It's a baby girl. Und dann zeigen wir einmal kurz die Lätzchen. Die sind wirklich alle sehr, sehr schön geworden, muss man sagen. Habt ihr gut gemacht. Warte, du hast 2 genommen, glaube ich. Oh ja. So Lätzchen bemalt. Jana hat leider hier die falsche Seite bemalt. Falls du das hier siehst, du hast die falsche Seite bemalt. Das ist nicht schlimm. Meine Schwester ist sehr kreativ. Deine kleine Schwester war das, ne? Ist Lena. Ich schwöre, also genauso habe ich. Schreib mal in die Kommentare, wer hat noch so gemalt? So 1:1 ich. Nur bei mir sahen die Katzen auch so aus. Ich weiß, das ist eine Katze. Ja, ich weiß, das ist ein Schwein, aber ich habe eine Katze auch so gemalt. Nur halt nur mit dann so Schnurren. Ja. So Körper und so, weißt du? Oh, das ist auch schön geworden, ne? Ja, das hat Michelle gemalt. Und das hat Janine gemalt. Nicht alle haben eins gemalt. Oh, süß! Was? Da ist ein kleiner Apfel drauf. Guck mal, wie süß. Ey, wie klein sind die? Und weiße. Weiße ist auch süß. Oh, da sind so Früchte drauf. Oh, süß! Jetzt ist es raus. Ja, endlich. Auf jeden Fall sind wir jetzt glücklich, dass wir es euch endlich mitteilen können. Ihr habt, glaube ich, bei Alena gesehen, die konnte es gar nicht erwarten, den Luftballon platzen zu lassen. Die hat sich so gefreut wie ein kleines Baby, ey. Richtig,
Du warst richtig happy, ne? Ja, weil das ist so... Am Ende konntest du, das wäre wie so ein Druck bei dir, ne? Du wolltest es... Ja. Die meinte, müssen wir jetzt mal auf die warten? Können wir es nicht jetzt machen und so? Und ja, so, weil ehrlich, wir haben es jetzt schon so alle sagen. Waren so richtig so... Die wollten alles einfach alle wissen so und ihr wolltet das auch die ganze Zeit wissen und deswegen sind wir froh, dass es raus ist und ja. Genau, und wenn ihr euch genauso sehr darüber freut, dass wir ein kleines Töchterlein kriegen, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, ja. Kommentiert gerne und natürlich abonniert den Kanal, weil dann könnt ihr auf unserer weiteren Reise uns begleiten, da würden wir uns sehr darüber freuen. Mhm. Und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Tschüssi.